Beim Bissen, es geht richtig butterzart durch. Das hier ist wirklich der Inbegriff von Underrated Smashburger. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Stimme ist noch halb belegt, ich bin gefühlt vor einer Stunde erst aufgestanden. Aber gleich geht's los, ja, zu den drei unbekannten Underrated Smashburgern heute, die wirklich ziemlich krass sein sollen. Denn die ersten beiden kenne ich schon, da war ich und die möchte ich euch unbedingt zeigen. Und der dritte Spot wurde mir empfohlen, der soll auch hervorragende Smashburger machen. Das ist wirklich ganz crazy. Das ist wirklich fast schon optisch zu schön, um ihn zu essen. Sieht auf jeden Fall alles sehr anständig aus und ich würde sagen, es geht direkt los zum ersten Spot. Hi, grüß euch. Genau, dann würde ich einfach einen klassischen Smash Cheeseburger nehmen. Perfekt, vielen lieben Dank. Angekommen beim ersten Spot und ich sitze hier so halb in der Sonne und es sind heute, glaube ich, 33 Grad oder so und da kann man natürlich am besten einen richtig schönen heißen Smashburger essen. Da muss ich jetzt durch, ne? Es wird hier nicht gemeckert, sondern lecker Smashburger gegessen und vielleicht ist das für euch der erste Eindruck auch. Es ist natürlich optisch zumindest erstmal eine Menge Brot, aber ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass ich hier schon ein paar Mal war, denn das täuscht tatsächlich und das werden wir jetzt gleich einmal rausfinden. Grundsätzlich ganz klassisch, ne? Also wirklich ein klassischer Smash-Cheeseburger, also mit Medium Smashed Patty hier in dem Fall, also nicht komplett so flach, wie man das vielleicht von anderen kennt. Aber das ist auch ganz gut so, weil eben halt hier das Verhältnis von Bun zu Fleisch dann dadurch sehr gut passt. Ja, ihr habt es bestimmt gesehen beim Bissen, es geht richtig butterzart durch und hier unten, man sieht es, das Burgerbun unten, also das Brioche, das geht richtig zusammen und es bleibt auch so und dadurch hast du halt einfach nicht dieses krass brotige, teigige. Stimmt, das hatte ich fast vergessen. Hier sind auch Röstzwiebeln mit drauf und das macht das Ganze, finde ich, nochmal um einiges geiler. Ansonsten ganz klassisch saure Gurke, Ketchup, Mayo ist hier auch mit drauf, auch kleingeschnittene rote Zwiebeln. Unten ist noch eine Tomate und ein Salatblatt und das Fleisch ist das, was du am Anfang erstmal sofort schmeckst. Der erste Biss. Also du hast echt einen sehr intensiven, guten Geschmack, der super dazu passt und auch dazu dann im Nachgang mehr oder weniger oder beim Essen merkst du dieses Buttrige vom Brioche und das passt sehr, sehr gut zusammen, weil manchmal muss ich sagen, bei einem Smashburger, den man sonst so isst, hat man manchmal gar keinen Geschmack vom Brot. Das ist einfach nur da, um alles zusammenzuhalten, aber hier ergänzt es das Ganze ganz gut, finde ich. Das Einzige, was ich hier jetzt vielleicht ändern würde, wäre unten die Tomate, weil die stört auch beim Bissen ein bisschen. Also die ist so ein, irgendwie so ein Widerstand beim Beißen. Und ganz ehrlich, auch für 8 Euro kostet der Cheeseburger. Das ist ein super guter Preis, auch unter dem Aspekt, dass der so groß ist. Bin ich auch mal gespannt an der Stelle, wie es nachher bei den anderen beiden wird, weil 3 Burger muss ich heute reinkriegen. Aber es wird schon, ne? Denn nicht zum Spaß hier. Du hast jetzt keine so krasse Kruste. Also es ist eine Kruste da, aber du schmeckst die halt jetzt nicht so krass raus oder von dem Mundgefühl, es ist nicht so richtig kross. Es liegt aber auch einfach daran, dass dieser Burger insgesamt halt A, medium gesmashed ist und B, das Bun auch natürlich verhältnismäßig dann ein bisschen mehr, sodass das gar nicht so im präsenten Vordergrund ist. Aber das muss es auch gar nicht, weil insgesamt ist es so, wie es ist, genau richtig. Hi, ich hätte gern einen Cheeseburger, bitte. Schon mal angekommen beim zweiten Spot und was ich schon mal richtig gut finde, hier ist ein Schattenplatz. Es ist heute wirklich ultra warm. Ich triefe die ganze Zeit. Aber apropos triefen, ich bin gespannt, wie der zweite... Was für ein Übergang, oder? Ich bin gespannt, wie jetzt der zweite Burger wird hier bei Martha's. Schräg gegenüber, witzigerweise, von Burgermeister. Und ich sag schon mal eine Sache vorweg. Ich würde immer lieber zu Martha's hier gehen, als zu Burgermeister. Und warum das so ist, seht ihr jetzt, wenn der Burger gleich kommt. Das ging ultra schnell. Ich glaube, ich habe vor 3-4 Minuten bestellt und hier ist er. Der erste Blick ist auf jeden Fall... Es ist gesmashed, aber es ist auch hier nicht wirklich bis zum letzten Ende gesmashed. Hat eine leichte Smash-Kruste, aber genau, sie werben jetzt auch nicht damit, dass es ein Smash-Burger ist oder so. Ne? Deswegen das einmal schon mal vorweg gesagt. Und insgesamt sieht er sehr, sehr solide aus und auch ein sehr schönes, weiches Brioche-Brötchen. Also würde ich sagen, geht es direkt einmal rein damit. Ich gucke mal hier hinten. Ah ja, hier hinten ist die Smash-Kruste auch noch ein bisschen krasser. Okay, also ich beiß mal nochmal ab. Während beim ersten Spot auf jeden Fall das Fleisch sofort in dem Vordergrund war, ist es hier der Cheddar, der auf jeden Fall sofort diesen ersten käsigen Charakter in diesen Biss gibt. Und danach kommt dieses juicy Fleisch, was richtig noch Saft abgibt. Und auch hier wieder ein richtig schön butteriger Burger-Bun-Geschmack. Ja, also ich war hier schon ein paar Mal witzigerweise. Ich finde, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut immer. Also ist schon, man schmeckt Qualität. Dann lasst euch schmecken. Dankeschön. Beißen wir nochmal hier von der Mitte ab, um einmal so den gesamten Bissen zu haben.
Insgesamt vom Stil würde ich sagen, ist es sehr ähnlich von der Art zu Graf von Grill. Es ist ein bisschen anders von den Schwerpunkten, wenn man so sagen kann. Also das, bei Graf von Grill war wirklich, wie gesagt, so der Fleischgeschmack direkt präsent. Hier ist es der Käse und auch hier richtig, richtig gut. Wenn ich hier irgendwas anders haben wollen würde, dann wären das die roten Zwiebeln, die hier als Ringe geschnitten sind. Und ich persönlich finde immer, wenn man auf den Burger beißt, ihr kennt es vielleicht auch, ich möchte, dass es eine Einheit ist beim Biss. Und manchmal ist es halt schwierig, wenn du dann reinbeißt und wie eben auch beim Weggehen vom Burger diese Zwiebelfäden im Prinzip oder die Zwiebelringe rausziehst. Das ist eine Kleinigkeit, ne? Das macht jetzt den Geschmack nicht schlecht. Es ist einfach so ein insgesamtes, so ein Wohlfühlfaktor, der da noch ein bisschen verbessert werden könnte. Auch hier wieder eine komplett runde Nummer und auch hier müsst ihr unbedingt herkommen. Martha's am Mehringdamm. Richtig, richtig guter Spot. Also bevor ihr bei Burgermeister, ich will Burgermeister gar nicht roasten, aber ihr wisst ja vielleicht, ich war ja ein paar Mal bei Burgermeister. Und es war nie perfekt. So, es war okay, es war gut, aber hier ist es noch besser. Also geht hier einmal über die Straße und gönnt euch Martha's Burger. So, und ich würde sagen, es geht hier zum dritten Spot und da bin ich ganz besonders gespannt, weil da war ich ja noch nicht. Und der sieht sehr vielversprechend aus. Viele TikTok-Videos gesehen, viele Empfehlungen bekommen und deswegen würde ich sagen, geht's direkt weiter. Und wie war der Burger für euch? Ja, voll geil. Ja. Nice. Und auf jeden Fall nochmal hier. Sieht man ja schon. So schnell aufgegessen. Also jetzt ja mal. Underrated. Angekommen beim dritten und letzten Spot hier in Berlin, Lichtenrade. Ja, wirklich die südlichste Grenze von Berlin. Hier gibt es direkt hier rechts, ich sehe es schon, den Goldsburger. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall online sehr gut aus. Mal gucken, was der kann. Hi. Sieht sehr schön aus hier bei euch. Dankeschön. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Die Jungs haben sich Mühe gegeben. Das sieht man, das sieht man. Ich bin hier für den Smashburger. Euch gibt es erst seit kurzem, ne? Glaube ich. 8 Monate. 8 Monate schon. Okay, krass, krass, krass. Sehr, also wirklich sehr, sehr krass aus. Sieht auch, wie gesagt, sehr neu aus, sehr sauber. Also erster Eindruck, richtig nice. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und man sitzt hier auch gleich richtig bequem. Hier kann man sich richtig schön in die Sitze reinfläzen und den Burger genießen. Ich habe jetzt den Double Smash bestellt. Ist auf jeden Fall das, was ich auch online gesehen habe, auch bei TikTok, wo ich schon sagen muss, der sieht sehr anständig aus. Bin jetzt sehr gespannt drauf. Und mal ein kurzer Real Talk an der Stelle. Wer auch immer sich das hier überlegt hat, ja, schwierig. Oh, da kommt schon. Oh, nice. Wow. Aber erstmal ein bisschen warten, yes? Ja, 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 okay, okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke. Boah. Also, liebe Leute, das ist mal optisch was komplett anderes und auch eine richtige Smash-Kruste. Wie dieses Burgerband glänzt, das ist wirklich ganz crazy. Das ist wirklich fast schon optisch zu schön, um ihn zu essen. Dieses Bun ist so butterweich. Hier unten sieht man auch schon der Fleischsaft reingezogen und so. Okay, also, so viel in der Theorie. Theoretisch schon mal wirklich 1A. Und jetzt bin ich gespannt, wie es geschmacklich ist. Ich beiß mal nochmal ab. Erstmal grundsätzlich, diese Smashburger-Kruste ist richtig krustig. Ja, das ist wirklich on point. Dazu finde ich es ultra geil, dass unten der Fleischsaft schön ins Bun gezogen ist, aber ohne, dass das Bun zu süffig ist. Der Senf schmeckt ziemlich genau wie Heinz, also wie der wirklich American Mustard. Das ist super und das gibt halt genau diesen Smashburger-Charakter, in meinem Kopf zumindest. Auch hier geht der Biss super butterzart durch. Ihr habt es ja gesehen, geschmorte Zwiebeln obendrauf anstelle von, ah nee, doch auch weiße, kleine, gewürfelte Zwiebeln. Auch schön zart schmelzender Käse. Und hier, oh, hier hinten, oh geil. Hier ist auch richtig Flavor drin. Also da ist richtig der Geschmack drin. So erstaunlich, wie krass unterschiedlich Burger schmecken können. Ob du den Burger jetzt medium smashed oder richtig smashed, macht halt einen enormen Unterschied. Auch im gesamten Mundgefühl, im Geschmack auch. Weil ich finde, hier ist der Fleischgeschmack gar nicht so präsent und auch der Käsegeschmack gar nicht so präsent, sondern eher die gesamten Sachen, die halt mit herumkommen. Und auch der buttrige Geschmack vom Bun ist auf jeden Fall auch da. Aber hier ist halt wirklich einfach dieses Smashen mit den Senf-Ketchup und so. Das ist hier das, was im Vordergrund steht. Ne? Also so, was ist hier auch so besonders macht. Ich feiere es übrigens auch sehr, dass hier oben das Ganze nochmal mit Butter einglasiert ist. Aber ja, insgesamt ist das auf jeden Fall underrated. Das hier ist wirklich der Inbegriff von underrated Smashburger. Weil auch unter dem Aspekt des Preises, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, um die 8 Euro, so ein ganz bisschen erinnert mich das an Burger Vision. So vom Stil und auch von dem Geschmack. Ich war schon lange nicht mehr bei Burger Vision, fällt mir da ein. Muss da auch bald mal wieder hin. Grüße gehen raus. Aber ja, insgesamt wirklich ein sehr, sehr leckerer Smashburger und echt absolut underrated. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt hier auf jeden Fall her. Der ist es definitiv wert, den Weg hierher zu fahren. Und schreibt ihr mal in die Kommentare, welchen von den drei Burgern würdet ihr rein optisch zumindest vielleicht wählen? Welcher wäre euer Go-To-Burger? Und wenn ihr schon mal irgendwo wart, schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr den dort fandet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den Kommentaren oder wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, macht's gut, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Esst mehr Burger und tschüss.